übrigens, weil er gesagt hat, er ist zum ersten Mal auf einer Demo. Hand hoch, wer ist heute zum allerersten Mal in seinem Leben auf einer Demo? Wahnsinn! Das sind ja 90%. Ja. So, und jetzt zum Schluss unser Energieminister Hubert Aiwanger. Ja, danke, liebe Bürger, dass ihr heute nach Erding gekommen seid, um denen in Berlin zu zeigen, wo die Vernünftigen sind. Das sind die Vernünftigen und die Narren sitzen in Berlin, meine Damen und Herren. Ja, hier sind tausende Leute zusammengekommen. Bauern, Handwerker, Mittelständler, Hausbesitzer, Autofahrer, Fleischesser, meine Damen und Herren, Leute, die heute mit Sicherheit was Besseres zu tun hätten, als den Berlinern zu sagen, was falsch machen. Ihr müsst euch heute um eure Kinder kümmern, Brennholz machen und sonst was. Aber es ist wichtig, dass wir heute gekommen sind, dass wir denen in Berlin das Gas einstellen, meine Damen und Herren. Ja, wir müssen denen das Gas einstellen, sonst drehen sie uns das Gas ab. Und die Hälfte der Häuser in Minger, meine Damen und Herren, wird mit Gas beheizt. Ich will sehen, wie das funktionieren soll, wenn die in Minger die Gasheizungen ausschmeißen sollen und Wärmepumpen einbauen. Das wird nicht funktionieren. Die Leute würden im Winter erfrieren mit dieser Politik, meine Damen und Herren. Und genauso ist mit dem Thema Brennholz. Wie waren wir froh, dass wir im letzten Winter gewusst haben, dass ein Drittel der Bayern einen Holzofen daheim hat und 10 Stär Holz hinter der Garage sind, wie wir nicht gewusst haben, ob die Gasheizungen ausfallen, wo die Bürgermeister Wärmestuben hätten einrichten müssen. Gott sei Dank haben wir den nachwachsenden Rohstoff Holz in Bayern und wollen den auch weiterhin nutzen. Und wenn das die Berliner nicht kapieren, wir heizen weiter mit Holz, meine Damen und Herren. Und ich sage es noch deutlicher. Großer Dank an unsere Waldbauern, an unsere Landwirte draußen, dass sie diesen Rohstoff Holz zur Verfügung stellen. Hunderttausende Waldbesitzer in Bayern haben die Möglichkeit, mit erneuerbarem Energieträger Holz zu heizen. Aber die Berliner Ideologen sagen uns ja lieber, wir sollen uns mit Waschlappen waschen und kalt duschen. Nein, wir wollen weiter mit Holz heizen dürfen, meine Damen und Herren. Und es ist mittlerweile der Punkt erreicht, wo der Normalbürger, wo der Mittelstand, wo der Vater, wo die Mama zum Demonstrieren geht, weil wir sehen, wir können nimmer länger zuschauen, wie diese grün dominierte Ampel Deutschland an die Wand fährt, meine Damen und Herren. Und ich hab die Nasen voll, wenn man in der Früh aufsteht, die Zeitung aufschlägt oder das Radio einschaltet und es kommt nur links-grüner Gender Gaga auf uns zu, meine Damen und Herren. Wo man bald nicht mehr Papa und Mama sagen soll, wo man sich für Kinderrecht fertigen muss. Ich sag, unsere Jugend muss weiterhin in der Früh in die Arbeit gehen, anstatt sich auf die Straße zu kleben, muss Häuser bauen. Muss Häuser bauen, muss Kinder kriegen, muss an die Zukunft glauben dürfen, muss für die Arbeit dann ordentlich entlohnt werden und nicht am Ende Steuern abführen zu müssen für diejenigen, die was Bürgergeld kriegen, obwohl sie arbeiten könnten. Auch das muss man sagen. Und mit diesem Heizungsgesetz wird dem Ganzen jetzt nur die Krone aufgesetzt und das zeigt sich, wo die Grünen wirklich hinfahren wollen, meine Damen und Herren. Sie wollen nicht das Klima retten, sondern sie wollen Deutschland kaputt machen. Das ist doch das große Ziel.
die Mehrheit der Bevölkerung in einen ausweglosen Engpass hinein. Derjenige, der in das Haus hat aus den 60er, 70er Jahre, der weiß nicht mehr, was er denn tun soll, wenn die alte Heizung verreckt, meine Damen und Herren. Holz soll er nicht mehr einbauen dürfen, neue Ölheizung auch nicht, neue Gasheizung auch nicht. Die Wärmepumpe funktioniert nicht und die Wärmepumpe hat auch 50% vom Strom aus fossilen Energieträgern. Also auch die Wärmepumpe ist nicht klimaneutral, sondern braucht Kohle- und Gasstrom, meine Damen und Herren. Und man entwertet damit Häuser und Wohnraum. Viele haben über Generationen darauf hingespart, im Alter ein Häuschen zu haben. Wenn sie das Haus übergeben, dann ist plötzlich 1 Million und mehr Euro wert und die müssen Erbschaftssteuer ohne Ende zahlen. Erbschaftssteuer weg, meine Damen und Herren. Und dann erbst du das Haus, musst 100.000 Euro Erbschaftssteuer zahlen und dann musst du eine neue Heizung einbauen, musst das Haus sanieren, musst 100.000 Euro herrichten. Eine Bank gibt dir das Geld vielleicht gar nicht. Meine Damen und Herren, das ist Enteignung durch die Hintertür. Da sollen Sie es gleich sagen, was Sie wollen. Diese linke, grüne Ideologie, meine Damen und Herren, die will uns ums Eigentum bringen. Darum geht's doch. Und da waren jetzt auch alle Mieter, die sich vielleicht vor den Karren einer linken Politik spannen lassen. Auch die Mieter werden Betroffene sein, wenn das Haus an den chinesischen Investor verkauft wird. Wer saniert, wird die Miete erhöht, muss der Mieter mehr Miete zahlen und der einheimische Hausbesitzer wird ihn ausbuxieren, meine Damen und Herren. Der Mieter leidet genauso drunter wie der Hausbesitzer. Da frage ich dann die Mieter in München, die sollen ihre Stadtwerke, die sollen ihre rot-grüne Politik dort fragen, was sie für Heizungskonzepte haben in den Mietblöcken aus den 60er und 70er Jahren, wenn die Gasheizung kaputt geht. Wollen sie dann eine Wärmepumpe auf die Straße ausstellen, auf den Bürgersteig? Das wird technisch nicht funktionieren. Wir werden den Strom nicht in der Menge hinbringen. Es wird ein riesen Sanierungsaufwand. Unterm Strich ein riesen Wahnsinn und darum muss dieses Heizungsgesetz in die Tonne getreten werden, meine Damen und Herren. Und ich sage Ihnen auch noch, was aus diesem 170-seitigen Heizungsgesetz am besten gemacht werden soll. Mit was hat dieses Heizungsgesetz den besten Effekt? Wenn wir zum Einhurz die Kachelofen hernehmen, meine Damen und Herren. Und ja, dieses Thema, glaube ich, hat das Fassler jetzt zum Überlaufen gebracht. Und ich verstehe überhaupt nicht, wie die überhaupt ticken in Berlin, wenn sie jetzt sagen, sie wollen noch vor der Sommerpause diesen Mist durchs Parlament bringen. Ja, die meinen, wir haben so dumm, dass wir über die Sommerferien vergessen, was da produziert wird. Nein! Nein, meine Damen und Herren, wir werden über die Sommerferien überhaupt nichts vergessen. Wer in diesem Land was vergisst, ist vielleicht der Bundeskanzler Scholz, der hat vergessen, dass er Kanzler ist. Aber wir werden uns da riesen Dank. Liebe Monika Gruber, du bist unsere Heldin von Erding und von ganz Bayern und du wirst die Heldin. Und du wirst die Heldin von ganz Deutschland werden, weil es wird am Ende heißen, in Erding ist der Stein ins Rollen gebracht worden, der dieser Ampel den Boden unter den Füßen deckt. Meine Damen und Herren,
Wir werden nicht zum Vergessen tendieren. Wir werden nicht zum Schweigen gebraucht werden können, sondern wir werden jeden Tag mehr, weil wir die Mehrheit sind. Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss und denen in Berlin sagen. Und denen in Berlin sagen, ihr habt wohl den Arsch offen da oben, meine Damen und Herren. Wir wollen unsere Demokratie zurückholen. Wir wollen, dass Politik das umsetzt, was der Bürger will in der Mehrheit. Und der Bürger will in der Mehrheit, dass Papa und Mama gibt, dass wir Fleisch essen dürfen, dass wir Auto fahren dürfen, dass wir Holz einheizen dürfen, dass wir einmal in Urlaub fahren dürfen, dass sich Arbeit wieder lohnt und nicht alles einkassiert wird. Meine Damen und Herren, wir wollen gesunden Menschenverstand. Wir wollen, dass endlich wieder auf den Bürger gehört wird und nicht, dass wir uns dann in irgendeine linke oder rechte Ecke stellen. Nein, hier steht die Mitte der Gesellschaft, die arbeitende Bevölkerung, die fleißigen, ehrlichen, anständigen Leute. Meine Damen und Herren, wenn diese Berliner Regierung nur einen Funken Anstand hätte, würde sie nicht nur das Gesetz zurückziehen, sondern würde ja selber zurücktreten und diese Scheiße. Nicht mal die Wunden des Corona-Irrsinns geleckt. Wir haben noch nicht mal die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs überwunden. Und da treiben die schon wieder die nächste Sau durchs Dorf. Ich sage euch eins, das ist nicht Dummheit, das ist Absicht. Die wollen dieses Land spalten, die wollen dieses Land an die Wand fahren. Und die wollen die bürgerliche Mitte verrückt machen und nach links und rechts auseinandertreiben, damit sie umso leichter in der Mitte durchregieren können. Und deswegen eine klare Ansage heute an die Medien: Stellt euch endlich an die Seite der normalen Bevölkerung. An die Seite der normalen Bevölkerung, berichtet mehr über den Handwerksmeister, der mit seiner Frau drei Kinder aufgezogen hat, der eine Familie gegründet hat, der ein Haus gebaut hat, und nicht über den 17-jährigen Klimakleber aus reichem Hause, der gerade zum Bali-Urlaub zurückkommt, meine Damen und Herren. Bürger hat wieder Anspruch drauf, im Mittelpunkt der Politik zu stehen, im Mittelpunkt des Medieninteresses zu stehen und nicht, dass sich der Normale jeden Tag rechtfertigen muss, dass er überhaupt noch arbeitet und der Unnormale den anderen sagt, wo er hin soll. Meine Damen und Herren, hier steht heute die Mitte der Gesellschaft, diese Mitte der Gesellschaft wird diese Berliner Chaoten vor sich hertreiben und wird denen zeigen, wo der Bartel den Most holt. Ich danke euch dafür, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Ihr seid dabei, Deutschland zu retten, weil ihr auf dem richtigen Weg seid. Die anderen von Deutschland an die Wand. Danke für euch, Gott beschütze euch, alles Gute für die Zukunft.